Wir alle haben das schon erlebt. Wir stehen vor einer großen Entscheidung. Und wir sind hin und her gerissen, welchen Weg wir einschlagen sollen. Man wägt die Optionen ab. Eine Entscheidung wird getroffen. Und dann machen sich Selbstzweifel breit. Treffe ich eine gute Wahl? Ist die Zeit reif? Oder sollte ich noch warten? Was werden die anderen denken? All dieses Grübeln führt zu einer Analyselähmung. Oder einfacher ausgedrückt, zu verrückter Verwirrung. Vielleicht fragen Sie sich sogar, ist es mein intuitives Gefühl, das mich leitet, oder mein innerer Kritiker? Der Kampf ist echt. Wie entscheiden Sie, welchen Weg Sie einschlagen sollen? Zuerst müssen Sie herausfinden, was zu Ihnen spricht. Ist es Angst oder Intuition? Es kann schwierig sein, herauszufinden, ob Angst oder Intuition Sie bei Ihren Entscheidungen leitet. Tatsächlich kann man Angst und Intuition leicht verwechseln, da beide auf Bauchgefühlen beruhen. Wie können Sie also Angst und Intuition auseinanderhalten? Es gibt mehrere Möglichkeiten, um festzustellen, ob Sie von Intuition oder Angst beherrscht werden. Bei der Intuition dreht sich alles um das Hier und Jetzt. Sie beschäftigt sich nicht damit, was in der Vergangenheit geschehen ist oder was in der Zukunft geschehen könnte. Im Vergleich dazu wird die Angst von dem, was geschehen ist oder was geschehen könnte, überwältigend in Anspruch genommen. Haben Sie sich schon einmal die schlimmsten Szenarien durch den Kopf gehen lassen, die eintreten könnten? Das ist die Angst bei der Arbeit. Angst veranlasst Sie dazu, Geschichten über Ereignisse zu erfinden, die noch gar nicht stattgefunden haben, und dabei manchmal 20 Schritte in die Zukunft zu springen. Ihre Intuition wird aktiviert, wenn Sie entspannt und ruhig sind. Haben Sie schon einmal eine großartige Idee oder Lösung für ein Problem gehabt, während Sie duschen oder mit dem Hund spazieren gehen? Das ist Intuition bei der Arbeit. Wahrscheinlich befanden Sie sich in einem entspannten Zustand, die perfekte Umgebung, um Ihre Intuition zum Vorschein zu bringen. Vergleichen Sie das mit der Angst, die normalerweise auftaucht, wenn Sie angespannt, müde oder gestresst sind. Auf der Gefühlsskala ist die Intuition also eher neutral, während die Angst stark emotionsgesteuert ist. Ed Sheeran hatte die richtige Idee, als er in Shape of You sang, "We push and pull like a magnet do." Das liegt daran, dass wir uns in unserem Entscheidungsprozess auf unseren Körper verlassen können. Denn jeder von uns hat ein angeborenes natürliches Wissen. Und unser Körper wird uns niemals in die Irre führen. Bevor Sie beginnen, rufen Sie Ihre Schutzengel oder Erzengel Uriel an, damit sie Sie führen. Erzengel Uriel ist in der himmlischen Welt als ein großer Helfer bei der Entscheidungsfindung bekannt. Bitten Sie Ihren Engel, bitte schicke mir Klarheit und zeige mir den besten Weg, der meinem höchsten Wohl dient. Ich danke dir. Stimmen Sie sich nun auf Ihren physischen Körper ein, damit er Ihnen Hinweise darauf gibt, welche Entscheidung Sie treffen sollen. Fragen Sie sich, fühle ich einen Druck oder einen sogenannten? Betrachten Sie alle Ihre Entscheidungen. Fühlt sich eine davon eher wie ein sanfter Schubs oder Stupser an? Spüren Sie ein Gefühl von Weite, Leichtigkeit, Offenheit, vielleicht eine leichte Note von Aufregung? Vielleicht spüren Sie ein Gefühl der Bewegung, als ob sich die Dinge vorwärts bewegen würden. Ihre Schultern und Ihre Brust öffnen sich vielleicht sogar. Das ist die Art und Weise, wie Ihre Intuition Ihnen sagt, du schaffst das, leg los. Vielleicht spüren Sie auch einen Hauch von Vorsicht. Keine Sorge, das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Oder haben Sie das Gefühl, dass Sie zurückgezogen werden? Verspüren Sie sofort ein Gefühl der Angst und der Beengtheit, das Sie bedrückt? Ihre Schultern rollen vielleicht ein. Ihre Haltung kann sogar schrumpfen und verkrampfter werden. Vielleicht haben Sie das Gefühl, ein Loch im Magen zu haben, manchmal wird Ihnen sogar übel. Das ist Ihre Intuition, die Ihnen sagt, nein danke. Gehen Sie zwischen Ihren Wahlmöglichkeiten hin und her. Achten Sie darauf, ob Sie eine subtile Veränderung Ihrer Gefühle feststellen können. Vielleicht bemerken Sie, dass Ihr Körper Ihnen noch mehr körperliche Hinweise gibt. Zum Beispiel kann sich Ihr Körper nach vorne oder hinten neigen, um eine gute oder nicht so gute Wahl zu verraten.
Ihr Gesicht kann sich aufhellen oder starr werden, wenn Sie über Ihre Optionen nachdenken. Ihr Atem kann sich sogar verändern, von leicht und fließend zu schwer und schwerfällig. Ihre Antwort ist da drin. Aber Sie müssen sich darauf einlassen und Ihre körperlichen Anzeichen durchforsten, um sie zu finden. Und auch diese Zeichen können sehr subtil sein. Hören Sie also genau hin und beobachten Sie. Je mehr Sie üben, desto besser können Sie sich auf Ihre Intuition und die natürlichen Signale Ihres Körpers einstellen. Wie hat diese Methode bei Ihnen funktioniert? Welche anderen Methoden verwenden Sie, um Entscheidungen zu treffen? Lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen.